Die Möglichkeiten, die DDR überhaupt zu verlassen, verschlechterten sich ja im Laufe der Jahre ganz immens. Anfangs gab es noch die Chance, über die grüne Grenze zum Beispiel zu kommen, zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Da war dann eine Maßnahme der DDR-Regierung, ab Mai 1952 diese Grenze abzuriegeln, sukzessive auszubauen, bis hin zu einem militärischen Grenzsicherungssystem mit Kontrollstreifen und so weiter, nach wenigen Jahren, wo man kaum noch Chancen hatte. Dann blieb als Weg zunächst ja noch der über Berlin, um dort vom Ostsektor in die Westsektoren zu wechseln, zum Beispiel mit der S-Bahn oder auf anderen Wegen. Das war das einzige Schlupfloch, was noch verblieb, bis der Mauerbau auch diesen Weg bekanntermaßen radikal und gewaltsam abschnitt. Zugleich versuchte die DDR auch mit vielen anderen Maßnahmen gegen die Flüchtlinge vorzugehen. Es wurden Gesetze geschaffen, mit deren Hilfe die Flüchtlinge dann kriminalisiert werden konnten und verfolgt werden konnten. Es gab Propagandamaßnahmen gegen die Flüchtlinge, also es war am Ende ein sehr ausgefeiltes Instrumentarium, sodass diejenigen, die fliehen wollten, sich immer gefährlichere Wege überlegen mussten, also unter der Erde, in der Luft mit Tunneln. Und in diesem Zusammenhang wurden auch Fluchthelfer immer wichtiger, die dann noch in der Lage waren, mit falschen Papieren, zum Beispiel am Anfang nach dem Mauerbau in Berlin, mit Pässen, die beschafft worden waren, zu helfen oder die dann Flüchtlinge über die Transitstrecken zum Beispiel nach draußen schmuggelten. Aber wie gesagt, die Gefahr buchstäblich für Leib und Leben, Verletzungen drohten, teilweise eben Lebensgefahr. Wir kennen auch die Bilder von angeschossenen und getöteten Flüchtlingen im Grenzstreifen. Das alles wurde immer dramatischer.